Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich habe gesagt, irgendwann geht es vielleicht wieder weiter und ja, es ist soweit. Und zwar habe ich eine neue Idee gehabt und da richtig Bock drauf und ich hoffe, ihr habt Bock, mich dabei zu begleiten. Und zwar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von einem Real-Life-Survival-YouTube-Projekt. Und zwar gucke ich momentan das Projekt Seven vs. Wild. Und dabei kam mir die Idee, Teilnehmer, die dabei sind, die müssen überleben, aber so in echt, ne, in der Wildnis und nicht nur wie wir hier vom Monitor. Die müssen überleben mit nur 7 Gegenständen. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir das in Ark machen? Und zwar in Ark überleben mit, ja, nur 7 Gegenständen kommst du nicht weit. Deswegen habe ich mir gedacht, mit nur 7 Engrammen. Und alles, was wir unterwegs finden, das heißt Blueprints, Blut und so weiter, alles, was wir irgendwie finden, dürfen wir verwenden. Und dann dürfen wir dann entsprechend auch craften. Aber wir dürfen eben nur 7 einzelne Engramme lernen. Und da habe ich mir jetzt 7 Stück ausgesucht und will das Ganze mit euch im Schlepptau ausprobieren. Mich würde dabei auch interessieren, für welche Gegenstände würdet ihr euch entscheiden? Und was haltet ihr von den Gegenständen, die ich ausgewählt habe? Und ich habe mich entschieden für eine Steinspitzhacke, ganz normale Pfeile, die Werkbank, die Schmelze, einen Fabricator, Kryopods und Pteranodon-Sattel. Und das sind die 7 Sachen, die ich ohne Probleme craften darf. Alles weitere nur, wenn ich Blueprints oder so dafür dazu finde oder die Gegenstände selber. Und ja, die Einstellungen sind ein bisschen höher, also schneller gedreht. XP hoch, CM hoch, Schwierigkeit auf 1. Ja, ein bisschen Züchten hoch. Wer das Ganze mitspielen möchte, nachspielen möchte und so weiter, kann die Einstellungen, die wir hier haben, ja einfach übernehmen. Ich habe keine Mod aktiv. Das ist das erste Mal seit 2017, dass ich ohne Mods spiele, soweit ich weiß. Ich glaube dazwischen nicht einmal, irgendwie, zumindest nicht bewusst. Ja. Es wird, glaube ich, ganz lustig. Ich habe die Position auf der Karte an, auch wenn ich The Island in- und auswendig kenne. Ich verlaufe mich trotzdem. Ich kenne mich. Genau, also hier könnt ihr alles nochmal sehen. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Es heißt jetzt relativ schnell leveln, was natürlich ohne Craften gar nicht so leicht ist. Oder ohne viele Craften gar nicht so leicht ist. Aber wir müssen... oh, ich muss einen neuen Überlebenden erstellen hier. Wir wollen ja bei 0 anfangen. Wir müssen schnell leveln, damit wir die Loot-Drops aufkriegen. Weil das wird sonst eventuell schwierig. Ne? Das heißt, wir müssen looten, 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 looten. Wir starten natürlich bei meinem Standard-Startpunkt auf The Island. Wobei hinten am roten Obelisken ist auch manchmal gar nicht schlecht. Aber hier findet man doch relativ gut zugänglich... relativ schnell auch mal Loot-Drops. Wir sammeln direkt mal alles, was wir kriegen können. Ein paar Beeren und so schaden nicht, wenn wir die schon mal dabei haben. Dabei leveln wir ja auch schon mal ein bisschen, wenn wir einfach nur ein bisschen sammeln. Und dann craften wir mal ein paar Spitzhacken. Das bringt uns zwar jetzt nicht so mega viele Level, aber ein bisschen was schon. Ne? Wir brauchen am Anfang auf jeden Fall gut Ausdauer. Und ein bisschen Leben. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mit den Spitzhacken ein paar Dodos erschlagen gehen. Was richtig cool wäre, wenn ich relativ schnell irgendwie einen Moshops oder so finde. Weil die sind, ohne Witz, Moshops, seitdem die reingebracht wurden, dass man die reiten kann, sind für so ein Projekt natürlich richtig Gold wert. Wenn du Glück hast, kannst du die mit einer Tintobeere zähmen. Und die können richtig gut farmen. Können ein bisschen sogar was tragen, wenn die gelevelt sind. Und machen sogar ein bisschen Schaden. Also natürlich nicht so, ne, übertrieben, aber mit denen kannst du echt gut was anfangen. Und das wäre jetzt so ein kleines Träumchen, wenn ich irgendwo hier einen kleinen Moshops finden würde, den ich mit einer kleinen Beere oder so vielleicht schon glücklich machen könnte. Das wäre sehr schön. Davon haben wir Enten. Ich darf nicht so viel sprinten. Und ich muss zwischendrin mal ausschalten. Ich gucke mal gerade, ob ich zufällig
hier Blendeffekt und so anhabe. Nee, habe ich nicht. Wieso ist denn das so hell? Wieso ist denn das so hell? Und jetzt qualitiert es auch runter. Das mache ich mit Absicht. Sonst ist das teilweise echt unmöglich. Aber ich glaube, wir müssen einfach damit leben. Bringt die Ente mich um oder bringe ich sie um? Wenn ich sie angreife. Probieren es einfach mal. Die könnten wir natürlich auch relativ gut zähmen. Mit dem Fisch füttern. Aber da habe ich keine Lust. Vor allem nicht ohne Ghillie-Rüstung. Und was soll ich mit so einer Ente? Zahlt sie natürlich ab. Hätte ich mir eigentlich denken können. Vielleicht kriegen wir sie ja gleich nochmal wieder. Ich will das auch nur für XP machen. Wir brauchen Erfahrung. Wir brauchen Level. Ah, sie kommt wieder. Ich komm mal raus aus dem Wasser hier. Ja, ah doch, ist dieselbe. Der wischt die gar nicht so gut, ne? Die mich aber umso besser. Ha! Hier haben sie. So, wie schön wäre das jetzt, wenn man die Rüstung machen könnte. Aber nein, wir dürfen nicht und wir hätten eh das Level noch gar nicht. Also, ne? Ist auch nicht schlimm. Warte mit der anderen jetzt mal, weil die hat doch ein bisschen Schaden gemacht. Ich geh lieber auf Dodos. Alles, was wir sonst noch so finden. Und wir halten immer schön Ausschau nach Lootstrahlen. Vor allem Weißen jetzt am Anfang. Dass wir die Grünen aufmachen können, müssen wir Level 15 sein. Das dauert noch ein bisschen. Aber da hinten um die Ecke, da weiß ich, da sind immer ganz viele Dodos unterwegs. Auch Lystros, die kann ich vielleicht auch töten. Dann freut sich Pi wieder. Und öfters auch mal Moshops. Die findet man da auch ganz gut. Klar, da kann auch mal, also hier kann auch mal ein Spino rumrennen. Und es können auch mal hier in der Ecke so Alpha-Raptoren, Kanos und so weiter sein. Tirizinos. Weil die ja einen relativ kleinen Terrorradius haben. Aber trotzdem will ich denen nicht zu nahe kommen. Nicht unbedingt. Da haben wir einen Dilo. Den müsste ich eigentlich auch schon hin. Wenn der alleine bleibt, der andere ist weit genug weg. Wir haben vielleicht noch einen Überraschungseffekt. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich hier angeschlagen bin. Aber lass mich nicht. Oh, oh. Oh, es wird knapp. Ich habe eigentlich genug Arg-Erfahrung, um zu wissen, dass sowas knapp werden kann. Ah. Aber ich habe es geschafft. Und es gab ein Level 1. Schade. Ich hatte auf mehr gehofft. Zumal es mir jetzt echt nicht gut geht. Oder mal ein paar Bärchen, dass wir schön vollgefuttert sind hier. Und sammeln direkt mal ein paar neue. Zu der es gar keine Probleme groß kriegen. Aber ich muss auch mal gucken. Ich muss mir auf jeden Fall relativ schnell auch irgendwie im Zweifel ein paar Dodos oder so zähmen, die ich einfach als Schrank benutze. Ich kann ja nicht mal eine kleine Kiste bauen und da meine Sachen drin sammeln. Ich muss da Dodos für nehmen. Und da muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich die irgendwie relativ sicher abgestellt kriege, damit die eben nicht gefressen werden und sterben. Ich meine, man findet auch Kisten relativ gut. Ja, so ist ja nicht. Ah, nochmal ein paar Verzacken. Übrigens auch hier die Sachen, die man automatisch gelernt hat, ne? Dürfen nur gecraftet werden, wenn man denn, wenn das denn einer von diesen 7 Gegenständen ist. Ne? Brauchst du eine Fackel, darfst du dann noch 6 andere Sachen lernen.
damit auch alle die gleichen Voraussetzungen haben, die diese Challenge auch machen. Und es muss ja ein bisschen eine Herausforderung da sein, ne? Deswegen, da wird nicht geschummelt oder so. Sind hier irgendwelche... Was hatten die aufgescheucht? Ich weiß es nicht, aber... Ich will erstmal leveln, weil hier sind relativ häufig grüne Lootstrahlen. Die würde ich auch machen, wenn hier welche spawnen. Bisher sehe ich übrigens noch gar keine. Meist kommen die relativ schnell. Mit Spitzhacken groß... Ah, da hinten ist ein grüner. Mit Spitzhacken bauen, groß leveln lohnt sich übrigens nicht so richtig. Also klar, so ein paar XP gibt's, aber ich glaube, die... Da kriegst du genauso viel, wenn du einfach nur existierst. Dann kannst du dich besser AFK hinstellen. Das bringt ungefähr genauso viel. So, wir essen ein paar Beeren. Hier noch was trinken. Was ist das? Ein Stein? Ja. Bis wir bei dem grünen Lootstrahl sind, haben wir bis da Level 15. Könnte passieren. Wenn wir unterwegs noch ein paar Dodos mitnehmen, da ist noch ein Lystro. Ein Lystro braucht auch echt lang, bis wir den mit der Spitzhacke tot kriegen, ne? Level 20. Ich glaube, da spare ich mir mal lieber die Ausdauer. Apropos, ich sollte nicht zu viel sprinten. Ich habe übrigens, ich habe lange überlegt, welche 7 Gegenstände ich nehme. Und habe mich für diese 7 Gegenstände entschieden, weil es größtenteils Dinge sind, die du entweder nicht in Lootstrahlen findest. Zumindest wüsste ich jetzt nicht. Ich habe nicht alle Gegenstände nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Forge oder eine Werkbank oder so im Lootstrahl? Ich glaube nicht, ne? Forge, Werkbank und Fabricator? Ich glaube nämlich nicht. Und aus dem Grund habe ich mich auch für die Spitzhacke entschieden, für die Steinspitzhacke, weil Steinäxte gibt es in Lootstrahlen. Steinspitzhacken, aber nicht. Und da habe ich mir gedacht, so gar am Anfang ganz ohne irgendwie, dass du was abbauen kannst, außer das, was du mit den Händen sammelst, ist halt auch schwierig. Deswegen habe ich mich für die Steinspitzhacke entschieden. Und dann war ich mit dem 7. Gegenstand am Überlegen. Ich war am Überlegen, nimmst du irgendwie einen Speer oder so. Aber die lootet man auch so gut. Genauso wie Bögen oder so. Die lootet man ganz gut. Und kriegt man dann ganz gut im Lootstrahl. Und deswegen habe ich mich für den Petri-Sattel entschieden, weil ich dachte, wir können uns... Und wenn wir einen kleinen, den wir mit einem Pfeil legen, weil ich bin ja nicht gut im Schießen und wenn der aufgeschreckt ist, fliegt der weg. Selbst wenn wir nur einen kleinen Petri zählen können, dann kann ich mit dem zumindest Lootstrahlen abfliegen. Und das ist, glaube ich, dann bei so einem Projekt verdammt viel wert. Und ja, so viel Spitzhacken brauche ich auf gar keinen Fall. Ich habe sie aber gebaut, weil, ne, auch wenn nicht viel XP. XP ist XP, ne? Hier oben muss ich aufpassen, hier ist die Chance auf Teris relativ groß. Und Raptoren können ja mal sein. Das war aber, klingt nach Oviraptor, oder? Das klingt irgendwie noch zu friedlich. So, wir haben irgendwo da hinten haben wir einen grünen Lootstrahl gesehen. Wir müssen da runter wahrscheinlich, oder? Nee. Nee, das ist hier in den... Oh, ist da nicht auch ein Explorer-Note? Weil wir haben das Level ja noch nicht. Aber bei den Einstellungen müsste ich doch mit der Explorer-Note, die hier irgendwo ist... Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Voll gut. Ich hätte am Anfang so einen Note-Run machen müssen. Aber ich glaube, dazu weiß ich zu schlecht, wo die alle sind. So ein paar kenne ich, ja... wo man eh immer dran vorbeikommt. Aber um da irgendwie so, außerdem, finde ich, macht das auch nicht so richtig Spaß, ne? Einfach nur die Notes suchen. Chill mit dem XP-Boost hier. Kompis schnetzeln. Stirb, du kleines Ding. Ich muss gleich ganz dringend was trinken. Ich hoffe, im Lootstrahl ist auch was Schönes drin.
Wobei, am Anfang kannst du halt alles gebrauchen, wenn du nichts bauen kannst, ne? Das ist das Schöne bei diesem Projekt. Du freust dich dann... Sag nicht, das weg. Wo ist der Duschschrank? Du freust dich dann gleich über Dinge, die du sonst liegen lässt, ne? Oder wo du gar nicht mehr zum Lutschtrei hingehst. Oh nö, sag nicht, der ist weg. Eieiei, das gab 9 Pünktchen. Der grüne Lutschstrahl ist weg, das ist mich da verarschen, Spiel. Ich sehe da hinten 9, aber wir müssen mal eben zum Wasser. Überleg, ob ich hier ins Wasser hüpfe. Nee, das ist nicht steil genug. Es war wieder so typisch, ne? Aber ich habe jetzt gut Level. Ich kann, also, ne? Ich habe 9 Level gekriegt. Kann damit gut die Grünen jetzt aufmachen. Grünen Lutschstein. Da hinten sich. Ich habe hier links habe ich einen gesehen, ja. Der ist auch relativ weit weg. Deswegen nehmen wir erstmal den hier rechts. Ich will nicht zu weit in den Sumpf natürlich. Huch. Erstmal was trinken. Das ist natürlich am Anfang das Problem, ne? Du läufst und läufst und läufst und dann ist der Lootstrahl weg. Das ist so typisch arg! Das ist so typisch arg! Mal. Ups. Oh, ich hätte es auch ausgedacht, aber auch ging. Ich habe ja Hunger und keinen Durst. Verbären. Okay, der ist noch nicht mal unten. Ich meine, es ist nur ein Weißer, aber in diesem Weißen kann so viel Zeug sein, was wir am Anfang so gut benutzen können. Ich freue mich, ich freue mich. Mein erster Lootstrahl. Gleich, hoffentlich. Und dann ist ein Thierry direkt davor oder so. Wenn jetzt ein Tiere direkt davor steht oder ein Tarno oder so. Kriege ich die Krise. Dann kriege ich die Krise. Aber. Ja, wir haben Glück. Muss ja auch mal sein, ne? Aber Leute, wisst ihr was? Was in diesem Lootstrahl ist? Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich überlege mir in der Zwischenzeit noch, ob jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel ich auch schaffe, vorzuproduzieren, wie gut ich so vorankomme. Ihr werdet es sehen. Vielleicht bis morgen, ansonsten bis übermorgen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Idee so findet. Und ja, über so einen kleinen Like freue ich mich natürlich auch immer, ne? Oh Gott, das klingt immer so. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.